tide in the morning. Wie Weihnachten, ne? Wenn man Christkind, fehlt nur noch die Klingel. Hallo. Hi. Hi. Das war ein Gefühl, du denkst, das ist gerade nicht wahr, das ist nicht real. Das war schon Wahnsinn. Hallo. Hallo. Grüß dich. Hi, hallo. Dame. So, guck mal, da sind sie. So, Abstand sitze ich gegenüber. Was kann ich für euch alle tun? Warum habt ihr mich gerufen? Ja, seit 1,5 Jahren konnten wir uns kein Gehalt mehr auszahlen. Und irgendwo muss ein Problem sein. Und wo? Dafür bist du jetzt da. Ich habe gerade in 30 Minuten 110 Euro eingenommen. In 30 Minuten. Wenn das immer so wäre, wäre es ja schön. Das Problem ist ja auch, es ist viel, viel Tourismus mit Kleinkram. Ne? Wenn wir darüber reden, eine kleine Fritte mit Mayonnaise zu verkaufen, dann hast du gerade mal 2,70 Euro pro Portion. Und davon musst du dann einiges verkaufen, damit du an diese Summe kommst. Na, du brauchst 300 Gäste am Tag. 250 Gäste am Tag. Ich habe heute nur gesehen, die Lage ist sehr gut. Hier fahren bestimmt 4.000, 5.000 Autos am Tag vorbei. 30.000. Nein. Doch. Ja. Aber das ist das Problem, sie fahren noch vorbei. Sie halten nicht an. Genau, es gibt keinen Impuls. Marke, Außendarstellung, alles. Alles. So, das sind Fakten. Hier findet keine kulinarische Seele statt. Und das muss man ein bisschen rauskitzeln, damit die Menschen spüren, das lebt hier. Das ist bam. Also es ist schon so, dass ich mit viel Euphorie und einem großen Traum hier reingestartet bin. Ich merke aber mittlerweile, ich bin nicht mehr bei den 100%. Nikis mangelnde Motivation wird noch für Zündstoff sorgen. Ich wünsche mir, dass du deinen Arsch hochkriegst, auch früh morgens. Und ich sag's, hey, ich gehe noch mal eine Runde PlayStation spielen, bevor ich in den Imbiss fahre. Das, was ihr hier macht, ne, das ist mein Grundbau des kulinarischen Lebens und meines privaten Lebens. Mein Vater war der erste Pommeshändler, den es in Deutschland gab, als Großhändler. Erstmal kenne ich mich mit eurer Art Gastronomie fast so gut aus wie kein zweiter. Das behaupte ich einfach mal. Und zweitens ist mein Werdegang ähnlich. Meine Mutter hat mir die ersten 12 Jahre auch geholfen. Von daher weiß ich, was ihr für ein privates Problem miteinander habt. Nämlich, dass du eine starke Verbindung zu deinem Sohn hast, eine starke Verbindung zu deinem Mann hast, das aber Potenzial mit sich bringt. Immer streiten. Weil du Liebe hier spürst und Liebe da spürst und nicht das Rezept findest, das zusammenzuführen. Mein Mann und mein Sohn kommunizieren nicht. Die können nicht in dem Sinne kommunizieren, wenn irgendwas negativ ist. Ja, ich bin, glaube ich, kein sehr kommunikativer Mensch. Mein Sohn sagt dann immer, ja, ich will ja jetzt nichts sagen, aber du weißt ja, was ich meine. Mein Mann sagt, ja, ich möchte ja nichts sagen, aber Für mich ist es schon ein Unterschied, Familie als Familie zu haben oder Familie als, sag jetzt mal, einen Mitarbeiter zu haben. Wenn man es einem Mitarbeiter sagt, hör mal, ich erwarte von dir das und das und das, mhm, und du sagst es zu deinem Stiefvater, ich erwarte das und das und das, mhm, das ist nochmal eine ganz andere Schiene. Wenn du einem Mitarbeiter sagst, stell die Kartoffel, dann stell dir die Kartoffel. Wenn ich meinem Familienmitglied, also wenn ich dem Günther sage, stell eine Kartoffel, kommt die Frage, warum? Wenn ihr das nicht könnt, dann leidet die professionelle Handhabe dieses Geschäfts und das ist die Grundlage der Ausübung von Regeln und Professionalität. Das belastet mich schon sehr und das ist so eine Sache, die geht nicht an einem spurlos vorbei. Also das ist schon so, wo ich immer denke, warum hast du das gemacht? Warum hast du das nicht so gelassen, wie es war? Es war ein schönes Verhältnis, es war alles top. Dann muss einer gehen. Er meldet sich freiwillig.
Und es wird auch, denke ich, Zeit. Nichts gegen dich. Ja. Ich merke, ich bin nicht mehr so stressresistent. Ich bin körperlich ziemlich kaputt. Klar habe ich Angst um meinen Mann, weil ich sehe, wie er in den letzten 2 Jahren abgebaut hat. Ich für mich weiß nicht, wie ich diesen Laden alleine führen kann. Also da mache ich mir schon Sorgen, wie geht's weiter, wer wird an meiner Seite stehen, denn alleine werde ich das hier nicht machen können. Ich glaube, es muss eine krasse Entscheidung geben, sonst wird das keine Zukunft haben. Ich brauche eine Entscheidung, wie es weitergeht. Also vom Frank wünsche ich mir echt einfach Klarheit, Gewissheit, wie es weitergehen kann. Der soll mir die Augen öffnen und zeigen, so ist der Weg. Ich wünsche mir halt auch vom Frank, dass dieses Familiäre wieder zurückkommt, dass man wieder eine Familie wird und nicht Mitarbeiter oder Kollegen oder wie auch immer. So, wir machen jetzt mal Schluss. Ihr könnt euch ordentlich ausruhen für morgen. Diesen ersten Eindruck auch schon mal mit euch nehmen. Okay? Ciao. Vielen Dank. Prima. Ciao. Vielen herzlichen Dank. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. Familiendilemma. Absolutes Familiendilemma. Die wollen Harmonie und kriegen die nicht. Als ich mit meiner Mutter gearbeitet habe, ne, habe ich die nach 6 Jahren nicht mehr Mutter genannt, sondern nur noch beim Vornamen. Weil ich dieses Familiengefühl gar nicht mehr hatte. Weil dieses Miteinanderarbeiten hat so verhärmt im Umgang miteinander, dass man das echt beenden musste. Und irgendwann muss auch mal der Vogel alleine fliegen können, weißt du? Ja, da sitzen 2 ausgebildete Köche vor mir. Wir wissen nicht, wie sie eine Pommesbude am Laufen kriegen. Das ist schon irgendwie traurig. So. Sagen wir mal bis morgen. Was machen wir mit dem Testessen? Wie immer. Aber eine andere Bewertung. Von Frank Rosins Plänen ahnen Niki und Günther derweil noch nichts. Es ist immer noch nicht so wirklich. Es ist noch immer, also eben wo er gegenüber saß, klar, da war es dir bewusst, er ist da, aber es ist immer noch nicht so wirklich angekommen. Jeden Abend komme ich mit runter, weil aufräumen, sauber machen ist jetzt nicht für den Koch die angenehmste Tätigkeit. Also die letzten Fritten jetzt vom Tag, die werden jetzt hier in die Wannen reingetan, abgedeckt, im Kühl aufbewahrt, sodass wir die dann auch am nächsten oder übernächsten Tag gebrauchen können. Ob das Frittenrecycling so eine gute Idee ist? Tschüss, Mutter. Tschüss, Jo. Fahr vorsichtig, ne? Denk an die Rehe. Denk an die Rehe und an den Wildwechsel. Ein aufregender Tag neigt sich dem Ende. Noch ahnt keiner, dass der zweite umso aufregender wird. Denn Überraschung, 20 Testesser sind im Anmarsch. Niki und so, die wissen ja nicht Bescheid, ne? Weiß keiner Bescheid, ne? Die dachten ja, weil wir gestern ohne Testessen gestartet sind, vielleicht, dass es gar kein Testessen gibt, oder? Aber ohne Testessen geht's ja nicht. Niki? Jetzt heißt es, abliefern im Akkord. Wir sind sofort für Sie da.